fröhlich sein und singen, stolz das blaue Halstuch tragen, anderen Freude bringen, ja, das wollen wir. Vom Westen aus gesehen war die DDR ein farbloser, eingemauerter Landstrich, in dem es seltsam roch. Ein merkwürdiges Land mit merkwürdigen Menschen. Für die Leute im Osten war dieses Land mehr, Heimat und Lebenszeit. Hier fühlten sie sich geborgen und eingesperrt. Hier wurde geliebt und gelitten. Zu Hause haben wir Ärzte und Tote Hosen gehört, so Kassetten, die man so irgendwie bekommen hat. Irgendwann habe ich auch meine Tage gekriegt. Meinen ersten Sex hatte ich an der Ostsee, am Ostseestrand. Wir waren eigentlich immer nackt baden. Bei uns zu Hause wurde auch kein Westradio gehört. Es war furchtbar. Längst ist die DDR Geschichte. Niemand will sie zurück. Egal, ob man heute im Zorn oder versöhnlich zurückblickt, wer hier groß geworden ist, den hat dieses Land geprägt. Ja, 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 wir sagen Ja zum Leben, wir sagen Ja zur Freude und sind vereint. Gut Freund, gut Freund. Ganz im Gegensatz zur Bundesrepublik steht bei der Erziehung in der DDR das Kollektiv im Vordergrund. Der Einzelne hat sich einer Gemeinschaft unterzuordnen. Das schafft Druck und Enge, aber auch Nähe. Eine Nähe, die heute manchmal vermisst wird. Es hat nicht viel Sinn, da jetzt ewig so drin rumzubohren und das irgendwie sagt, ach, das war so schön oder so. Aber ich merke, dass ich natürlich mit Leuten, die im Osten aufgewachsen sind, viel besser zusammenarbeiten kann, weil man einfach die Vergangenheit teilt. Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn, Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Osten ist auch nicht gleich Osten. Es ist mir wichtig, das zu sagen, ja. Ich möchte mich nicht mit jedem, der jemals aus dem Osten kommt, gemein machen, nur weil wir aus dem Osten kommen. Es gab auch im Osten Nischen, Schichten, in denen man gelebt hat. Und da ist, denke ich, schon eine Ebene da, wo man nichts mehr erklären muss. Das genieße ich manchmal, dass ich mich nicht mehr erklären muss. Das ist ein Stück Heimatgefühl, Verbundenheitgefühl, die da ist, ohne dass man dafür was tun muss. Das ist doch schön. Vielleicht das alte Gruppengefühl, ich weiß nicht. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Welchen Weg du gehst. Die Jugendweihe ist eine Gelegenheit zu feiern und sich mit Geschenken überhäufen zu lassen. Obwohl eine staatliche Veranstaltung, ist der Staat in solchen Momenten weit weg. Ja, Jugendweihe war eine große Party eigentlich. Das war zu Ostzeiten wirklich das Fest schlechthin, wo man dann mehr oder weniger erwachsen geworden ist. Ja, und das war so irgendwie, hatte man damals das Gefühl, die Eintrittskarte zur sexuellen Welt hat man so. Wir Sozialisten haben eine vernünftige Ordnung geschaffen und wir brauchen die Zukunft nicht zu fürchten. Wir nicht, ihr nicht und auch nicht die Generation, deren Eltern ihr einmal sein werdet. Aber wir müssen bis dahin gelernt haben, Macht und Reichtum auf der Erde vernünftiger zu verteilen und damit die Kriegsursachen zu beseitigen. Daran mitzuarbeiten ist wahrscheinlich die größte Aufgabe, die es in der Menschheitsgeschichte überhaupt gegeben hat. Und eure Generation muss sie lösen. Das größte Problem zur Jugendweihe war, was ziehe ich an? Das war irgendwie so, also die Leute sahen wirklich unglaublich aus. Ich weiß noch, ich hatte damals eine Kombination, meine Mutter wollte mir so einen bescheuerten Kordanzug kaufen, aber das habe ich mal abgelehnt und dann hatte ich so einen ganz schmalen blauen Lederschlips. Grandios, also wirklich katastrophal. Zauberwort Jugendmode. Über 180 solcher Verkaufsstellen gibt es inzwischen in der Republik. Gemeinsames Ziel von Produktion und Handel, modisches, speziell für die Jugend, zu erschwinglichen Preisen.
the microphone. Straight from the top of my dome. Erneut können wir heute voller Genugtuung feststellen, unsere Partei kann sich stets auf die Jugend der Deutschen Demokratischen Republik und ihren sozialistischen Jugendverband, die Freie Deutsche Jugend, verlassen. Ich habe eh ein gespanntes Verhältnis zur Uniform, aber einfach, weil das so in meinem Wesen drin liegt. Aber ich denke, dass mit der FDJ-Bluse, es gehört da einfach dazu, dass man sich diese blaue Bluse überzog und sagt, oh, das ist ja Emblem, scheiße, alles jetzt, ja. Es wurde ja alles zum FDJ-Nachmittag gemacht, was irgendwie hineingehörte ins normale Leben. Ich finde das sehr lustig, so die Geschichte zu erzählen, wie der Fahnenappell da war. Und solange du Pionier warst, hast du mit so einer piepsigen Stimme halt immer bereit gerufen. Und sobald du in der 7. oder in der 6. Klasse das FDJ-Hemd bekommen hast, hast du versucht, deine Stimme irgendwie runterzudrücken, um ganz tief irgendwie Freundschaft sagen zu dürfen. Das war so ein ganz, ganz heftiger Moment. So, du zeigst jetzt, du bist jetzt erwachsen und bist jetzt im Stimmbruch und sagst halt jetzt nicht mehr immer bereit, sondern du sagst halt jetzt Freundschaft. Ja. Ich war krank, als FDJ-Eintritt war. Und danach hat sich dann keiner mehr groß gekümmert. Die sind dann weggefahren nach Seelo, sind FDJler geworden, so ganz feierlich. Und ich lag im Bett und als sie wiederkamen, dann geriet es in Vergessenheit so langsam. Also ich war ja kein FDJler. Aber mehr so aus Versehen. Stimmt es denn, dass unsere jungen Menschen hemmungslose Freiheit in sexuellen Dingen für sich in Anspruch nehmen? Wie moralisch oder unmoralisch sind sie denn tatsächlich? Und sollten die Partner unberührt in die Ehe treten? In den Kuschelecken der DDR wird mehr und intensiver geliebt als im Westen. Hier verliert man früher seine Unschuld, heiratet Anfang 20, geht mehr fremd und lässt sich öfter scheiden. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Mond. Ich begrüße Sie herzlich, liebe Zuschauer, zu unserer heutigen Ausgabe von Sie und Er und 1000 Fragen. Unser erstes Mal war lange vorbesprochen, war lange programmiert, war lange organisiert. Wir waren sehr lange zusammen, seit der 3. Klasse. Und ich hoffe, der verzeiht das, wenn ich das jetzt einfach so erzähle. Aber wir haben dann so gesagt, heute muss es jetzt sein. Wir waren uns auch einig, wenn es denn passiert ist, dann muss uns erstmal ganz schlecht sein. Dann dürfen wir uns erstmal tagelang nicht sehen und so. Und dann haben wir uns da richtig reingearbeitet. Er kam dann irgendwie die Treppe runter, als seine Eltern schliefen, die Stufe knarrte. Ich wartete noch eine halbe Stunde, bis der endlich da war. Mir war inzwischen alles vergangen. Und dann praktizierte man das halt. Und ich dachte immer nur, hoffentlich ist das jetzt bald vorbei. Es ist ja anstrengend. Nun zu einem anderen Problem. Hier schreibt ein Ehepaar, dass es immer Unstimmigkeiten bei ihnen gibt, weil er oft und starkes sexuelles Verlangen hat, sie dagegen nur selten und schwaches. Als pubertärer Junge hatte ich so andere Sorgen irgendwie dann. Also ich hatte kein Moped, hatte eine Brille, so Klavier gespielt. Das sind alles Sachen, die bei Frauen ganz schlecht so ankommen. Und das änderte sich eigentlich erst dann nach der Wende. Orgasmusschwierigkeiten sehr junger Frauen sind keine Seltenheit. Heißt, hier wird also ein Problem angesprochen, das wir mit dem medizinischen Fachausdruck als sexuelle Bedürfnisdiskordanz bezeichnen, weil in diesen Fällen das Bedürfnis nicht übereinstimmt, sondern auseinanderfällt. Der Staat glaubt auch im intimen Bereich, den Menschen mit gut gemeinten Ratschlägen zur Seite stehen zu müssen. Die sexuelle Aufgeklärtheit wird als Bestandteil der sozialistischen Persönlichkeit propagiert. In Weißenfels lernen 7-Jährige schwimmen ohne Badeanzug. Für sie ist das kein Ereignis, keine Sensation. Eltern, die dagegen etwas einzuwenden haben, sollten Folgendes bedenken. Prüderie in der Erziehung kann die Kinder später in Konflikte bringen. Es ist nämlich erwiesen, dass die hohe Scheidungsrate vor allem junger Ehen ihre Ursachen auch in falscher und mangelhafter Sexualerziehung hat. Und wer möchte sie ihnen nicht ersparen, solche bitteren Erfahrungen? Ich finde, dass ostdeutsche Frauen, auch wenn das jetzt ein Klischee ist, aber dass das immer noch ein lockerer Umgang ist. Nicht, dass man die schneller kriegt oder dass die schneller bereit sind, mit einem ins Bett zu gehen oder so, aber es ist einfach eine natürlichere Geschichte. Und was mich verwundert ist, dass ostdeutsche Frauen viel mehr dazu bereit sind, zu sagen, was sie wollen und was ihnen gefällt und das als viel natürlicher betrachten, als zum Beispiel jetzt im Vergleich westdeutsche Frauen. Also
Das ist mir oft passiert, dass ich diesen Unterschied irgendwie bemerkt habe. Man versteht sich nicht in einer West-Ost-Ehe oder Bekanntschaft. Weil man spricht so eine andere Sprache. Man meint was anderes, wenn man so was anderes sagt. Die DEFA hat sich in ihren Filmen nie prüde gezeigt. 1978 kommt der Spielfilm Sieben Sommersprossen in die Kinos. Das erste Mal werden 14-Jährige beim Liebesspiel gezeigt. Also ich glaube, ich war verklemmt hoch drei. Da ist nichts von Lockerheit gewesen. Als ich das gelesen habe im Drehbuch, dass diese Szenen sind, wollte ich den Film nicht drehen. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Also so. Meine Eltern sollten mich, glaube ich, darauf vorbereiten. Und ich habe es aber selber gelesen. Das war schlimm. Also ich sehe mir das auch heute, muss ich sagen, noch nicht gerne an. Was für die Jugend damals eine kleine Sensation ist, gibt heute auch jene eigenartig melancholische Stimmung wieder, wie sie typisch war für dieses kleine, abgeschottete Land. Eine trügerische Ruhe, die für viele DDR-Bürger erst erkennbar ist, als dieses Land nicht mehr existiert. Als ich Sieben Sommersprossen mit Abstand jetzt noch mal gesehen habe, habe ich ein bisschen auch einen Schreck bekommen und habe mich gefragt, was das ist. Ist das A, ein Stück meine eigene Depressivität, die sich da so in dem Film auswälzt, oder ist das eine Depressivität, die in der Gesellschaft lag? Sollte sich auszeichnen, vor allen Dingen durch sein Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus. Und das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis zeigt und eben durch Ehrlichkeit. Kennen Sie so einen, der für Sie ein richtiger Kommunist ist? In Ihrer Umgebung, zu Hause oder im Freundeskreis? Vielleicht mein Meister. Obwohl der Glaube an den Sozialismus bei vielen Jugendlichen tief verankert ist, bleibt die Sehnsucht nach der westlichen wahren Welt. Das Wenige, was zu haben ist, wird deshalb intensiver genossen. Vor allem mit Hilfe westlicher Musik fliehen viele Jugendliche aus der Enge des realsozialistischen Alltags. Westschallplatten sind Heiligtümer. Es war immer toll, wenn Westler Platten mitgebracht haben. Und die hat man dann auch gehegt und gepflegt. Und ich kann mich erinnern, egal was für eine Platte aus dem Westen kam, die waren alle toll. Also irgendjemand, der hatte halt immer Beziehungen im Westen, weil seine Schwester abgehauen ist, oder wisst ihr ja, ja. Und der hatte dann Platten und den hat man dann besucht. Und dann hat man sich wirklich zusammen auf dem Stuhl gesetzt im Zimmer und hat sich die Platten so angehört. Erst die Seite A, dann die Seite B. Hat man irgendwie einen Kaffee gekocht oder so und dann nochmal die Seite B sich angehört. Also man hat das wirklich richtig wie Essen so genossen. Und beim Überspielen wurde es natürlich so immer schlechter. Aber das macht ja nichts. Also zum Teil war ich nach der Wende völlig erschüttert, als ich dann die CDs gekriegt habe von den Platten, die ich von Kassette kannte. Ich fand, die klangen richtig, richtig falsch. Na Freunde, ist das Realismus? Eine Gretchenfrage, meine Damen. Wie halten Sie es mit der Liebe? Das sozialistische Erziehungssystem teilt die Welt in Gut und Böse. In der DDR hält es die Menschen in dem Glauben, auf der Siegerseite zu leben. Den Kindern gibt es Geborgenheit und das Gefühl, verantwortungsvoll zu handeln. Und so kleidet sich der junge Pionier. Ein Pionier trägt das blaue Halstuch, die Pionierbluse und den blauen Rock. Und das Käppi. Ihr vergesst es, wir waren alle drin.
Es war auch schön. Wir haben Altpapier gesammelt für die älteren Leute und so bunte Nachmittage gemacht und Pakete gebackt für russische Brieffreundinnen und so weiter. Also, hochinteressant. Ich habe den Job als Agitator im Kindesalter sehr gerne gemacht und habe dort politische Diskussionen ausgearbeitet und dann Leuten Aufträge gegeben, die irgendwelche Referate in Anführungsstrichen dazu halten sollten. Dann und als Wandzeitungsredakteur habe ich mir immer die international politischen Themen rausgesucht und dort ausgeschnitten und die Wandzeitung vorbereitet. Also ich war eigentlich nie unter oder überfordert, also in den Positionen, in denen ich war, sowohl als Gruppenratsvorsitzender oder Agitator, da habe ich mich immer wohlgefühlt und hatte auch immer Bock, zu Hause irgendwas zu machen und mich dafür zu engagieren. Das ist ein Tag so wunderschön. Wie wird der Mensch des Jahres 2000 sein? Gesund, so wünschen wir, und leistungsfähig. Eine Persönlichkeit im ausgewogenen Verhältnis von geistiger, charakterlicher und körperlicher Bildung. Obwohl selbstständiges Handeln immer wieder gefordert wird, hinterlässt die Gleichschaltung des Denkens frühzeitig Spuren in den Köpfen der Kinder. Das Denken war halt vorgegeben. Also, es war schon klar, was man sagen muss in der Schule. Ich habe peinliche Aufsätze von mir gefunden, zu denen ich, hätte mich jemand befragt, ob ich so etwas jemals geschrieben hätte, dann hätte ich gesagt, das habe ich nie getan. Und ich habe in diesen Aufsätzen Sachen gelesen, die muss ich ja da reingeschrieben haben. Und ja, das finde ich im Nachhinein schon ziemlich erschreckend. Seid bereit! Immer bereit! Naja, ich kann mich an einen Aufsatz erinnern über Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen, ja. Und da habe ich irgendwas von Karl Marx geschrieben und dass Heinrich Heine mit Karl Marx befreundet war und irgendwelche Veränderungen und Kapitalismus und also, das ist doch absurd, oder? Ich trage mein Halstuch, wo immer ich bin, es leuchtet die blaue Fahne darin. Warum ich es trage, ich sag es euch hier, ich trage es für den Frieden als Jungpionier. Arbeitsgemeinschaften im Pionierhaus Juri Gagarin von Karl-Marx-Stadt. Junge Pioniere entwickelten und bauen beheizte Außenspiegel für Omnibusse. Es hat mir eigentlich Spaß gemacht als Kind. Das war immer eine Gemeinschaft. Da war immer ein Ziel vorgegeben, das war alles ziemlich klar. Es ist nicht so gewesen, dass wir, wie ich das oft in vielen Filmen sehe, jetzt irgendwie rote Lieder singend durch die Straßen gegangen sind. Da könnte ich mich immer tierisch beäumeln, weil ich denke, also muss man sich ja nicht wundern, dass der Westler sich zu Weihnachten die Butter ins Fenster gestellt hat für die armen Ostdeutschen, weil offensichtlich, also musste man da ja nicht bloß beten für die, sondern also vielleicht war das ja noch Gedankenübertragung, dass die wenigstens was zum Schmieren hatten. Also das finde ich schon extrem. Im Postverkehr mit der DDR halten sich viele Bundesbürger nicht an die geltenden Einfuhrvorschriften. Bei Genussmitteln beispielsweise setzte das andere Deutschland Höchstmengen fest, um seine Bürger vor den Versuchungen des westlichen Konsumterrors zu schützen. Bei der Auswahl ist Vorsicht angezeigt. Zwar militarisierte die SED Staat und Gesellschaft fast total, doch bei militärischem Kinderspielzeug ist sie prüde und konfisziert es. Wie der Westen roch, das haben wir immer an den Kaugummis der Schulfreundin gemerkt. Schöner, einfach blumiger. Wir hatten ja immer zu Ostern und zu Weihnachten ein Westpaket bekommen und das war dann natürlich auch als Kind und als Jugendlicher teilweise sogar noch, es ist dir egal, was dahinter steckt. Hauptsache es ist was da, womit du angeben kannst, finde ich auch völlig normal. Das fängt bei Füllern an, nicht wer hat in der Klasse welchen Füllfederhalter, ja, welche Süßigkeiten, auch das war wichtig, gerade als wir Kinder waren. Ja, und dann die Klamotten, Palästinensertuch, ja, musste man haben, musste irgendwie rangeschafft werden, nicht? Und einmal hat meine Mutter so eine Hose gekriegt, so eine Levis. Und ich saß da und habe geheult, weil ich dachte, oh Scheiße. Und ich meine, es ist gruselig, dass sich so vieles an solchen äußerlichen Attributen festmacht. Aber ich wollte unbedingt so eine Hose haben. Und meine Mutter hat dann von ihrer 36er Größe auf meine runtergenäht, hat natürlich aber alles, was daran typisch war, das Levis-Schild, die Nähte, die Taschen, alles weg. Und es war eine Katastrophe, weil kein Mensch, die Katastrophe war nicht, dass mir das nicht gepasst hat, sondern kein Mensch hat gesehen, dass das eine Hose aus dem Westen war und ich war somit nicht anerkannt. Das war natürlich ganz gruselig. Westwaren,
gibt es nur im Intershop für Westgeld. Ein Privileg, das nicht alle DDR-Bürger nutzen können. Viele bleiben außen vor und kommen trotzdem, nur um zu staunen. Also ich kann mich immer noch entsinnen an diesen Geruch in den Intershop. Das roch immer nach Westen, ja. Sehnsüchtig habe ich das gerochen, ja. Und ich frage mich, wo dieser Geruch hin ist. Ich frage mich wirklich, ob wir jetzt alle so riechen oder ob ich es nicht mehr wahrnehme. Schade eigentlich, ja. Das war schön. Die DDR-Gesellschaft bringt auch eine eigene typische Sprache hervor. Insgesamt gibt es einige hundert in der Bundesrepublik völlig unbekannte Begriffe. Muttiheft. Pionierorganisation. Mehrzweckgaststätte. Jahresendzeitflügelfigur. Trabant. Fahnenappell. Der Abschnittsbevollmächtigte. Hausgemeinschaftsleitung. Zur Friedenssicherung gehört nicht nur der Arbeiter im ZV-Lager oder Militärlager, sondern auch wir als Studenten der Sektion Wirtschaftswissenschaften gehört dazu die Verwirklichung der ökonomischen Strategie, die ja in den 80er Jahren auf uns zukommt, weil wir ja dann im Berufsleben stehen und dort eben auch einen Beitrag leisten, um die DDR zu stärken und damit die friedliche Koexistenz verwirklichen können. Knusprig, gesund, schmackhaft, verlockend, Broiler. Wer nach dem Mauerbau in der DDR geboren wird, für den ist die Enge in diesem Land Normalität. Es ist gemütlich hier. Für jeden wird gesorgt und wer stillhält und sich fügt, der kann diesen Zustand fast mit Freiheit verwechseln. Sie haben bereits Vorstellungen von der Zukunft. Der Tischler und die zukünftige Elektronikfacharbeiterin. Arbeitslosigkeit ist für sie ein Fremdwort. Der Facharbeiterabschluss, eine sichere Grundlage für ein gemeinsames Leben. Wir haben jetzt gedacht, wir nehmen eine Schrankwand, weil wir da das meiste unterkriegen, ja. Ein anderer, der baut sich da vielleicht 5 Fächer hin oder so, kriegt vielleicht das selber unter, aber wir haben gedacht, das reicht für später noch. Und wenn wir eine Schrankwand haben, jetzt zu dem sagen wir jetzt nochmal, dann haben wir halt erstmal für die Zukunft und wir können daraus was machen. Für die Zukunft. Damit sagst du also schon, dass du später so leben willst, wie alle anderen Leute auch leben. Im Grunde so alt sind. Aber dich habe ich auch mal sagen hören, dass der Alltagstrott oder mindestens, was du dir vornimmst mal, oder sagst, du möchtest nicht so leben, wie die Leute jetzt leben, du willst das alles anders machen. Das heißt, du machst es ja trotzdem so, bloß, dass du die dir jetzt schon in der Jugend aufbaust. Das heißt, ich will es jetzt nicht so hinstellen, aber es scheint mir so, als du kommst dem Alter immer näher damit. Ich finde, das ist schon ein erster Schritt. Du sprichst sehr viel von Fassade, weißt du. Wichtig ist ja, wie ich mein Leben innerlich aufbauen, ob ich da eine Couch habe oder ob ich eine Schrankwand habe, das ist mir völlig egal. Hauptsache, ich baue mir innerlich mein Leben so auf, wie ich es leben möchte. Und wie wir auch später uns weiterentwickeln, ob wir da eine Couch oder eine Schrankwand haben, ist doch völlig egal. Nee. Ja. Das kommt ja auch von innen. Ich denke, dass man auch in diesem Land nicht vorgezeichnet leben musste. Aber wenn man in diesen Bahnen geblieben ist, war das sicherlich so, ja. Es stand ja überall doch auch eine Drohung im Raum, nicht? Wenn man sich nicht so angepasst verhält, dass dann bestimmte Dinge auch passieren können. Und man konnte, glaube ich, nur ein Stück in diesem Land überleben, wenn man das ausgeblendet hat. Und das kostet Energie, kostet Lebensenergie, solche Dinge auszublenden. Ja, und so mutig war ich nie, ja, dass ich meine Meinung mit der Fahne schwenkend in der ersten Reihe verbreitet habe. Ja, also da war mir schon immer auch die Gefahr bewusst, was das bedeutet. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf. Zum Kampf sind wir bereit. Wenn ich mich heute noch so dran erinnere, es standen ja überall diese Stasi-Typen rum. Ja, das vergisst man ja auch, an jeder blöden Ecke. Es war ein Feiertag, ja, und sie standen mit ihren komischen Ladas und sonst wie an allen Ecken. Wir haben das dann ignoriert, aber so richtig, glaube ich, es wirkt trotzdem, ja. Gebetsmühlenartig wird in den Medien die Freundschaft zur Sowjetunion beschworen. Auch Kinder- und Jugendsendungen bleiben von der Politik nicht verschont. Wir sind heute zu Gast in Karl-Marx-Stadt, genauer gesagt in der Sporthalle der Technischen Hochschule. Und wir freuen uns, dass wir heute unter unseren Gästen auch Soldaten der Sowjetarmee haben. Wir feiern ja mit Ihnen seit 37 Jahren gemeinsam den 8. Mai, den Tag der Befreiung. Und Ihnen gilt nach wie vor unser Dank. Die Gleichschaltung der Medien funktioniert perfekt.
bleibt im Alltag jedoch wirkungslos. Das Ganze bildet mehr ein Hintergrundrauschen, etwas, das man seit Kindestagen kennt und so gut wie möglich ignoriert. Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn der Sozialismus braucht den Frieden. Ihr habt immer wieder geschrieben, dass euch die Schicksale von Kindern aus vielen sowjetischen Filmen sehr bewegten. Denn der Sozialismus braucht den Frieden. Die BRD ist eine Sache, die Deutsche Demokratische Republik eine andere, eine ganz andere Sache. Deshalb hat der FDJ-Zentralrat gestern in einem Leitartikel in der Jungen Welt aufgerufen, alle Kraft für die Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes gegen NATO-Waffen Frieden schaffen. Denn der Sozialismus braucht den Frieden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Republik am Vorabend der Wahl. Erfolgreiche Bilanz und neue Aufgaben. Bürger aller Klassen und Schichten, unsere Stimme den Kandidaten der Nationalen Front. Ich habe für den Job eben gearbeitet zum Schluss und war ziemlich verzweifelt dann, ja, muss man sagen. Also in den ersten Jahren Pflichterfüllung und immer noch das Gefühl, ich bin noch nicht so weit. Wenn ich das jetzt nicht verstehe, dann liegt es natürlich an mir. Job machen, normales Geld verdienen, so toll war das nun wieder auch nicht. Es gibt viele Menschen, die trotz wachsenden Unbehagens weiter im Sinne des DDR-Staates funktionieren. Zweifel an dem politischen System werden verdrängt. Der Alltag fordert den ganzen Menschen. Spaß war eigentlich wirklich die Freizeit. Also es war halt so, du hattest halt nicht 1000 Kinos und 1000 Billardsalons und was weiß ich, Möglichkeiten da was zu machen. Also du hattest deine Stadtvierteldiskothek oder dein Wohngebiet, so wie das ja damals hieß, Diskothek. Und dann hast du halt mit deinen Kumpels immer was gemacht. Warst da unterwegs, bist an See gefahren oder irgend so ein Mist. Hast halt versucht, aus jeder Scheiße irgendwie noch eine Party zu machen. Da war halt alles irgendwie sehr übersichtlich. Man wusste jetzt irgendwie, da spielt jetzt die Band in Leipzig. Man könnte auch nach Dresden fahren, weil da jetzt so ein Schamanentreffen ist, ein heimliches. Aber man könnte auch nach Berlin zu Renft gehen. Also die Möglichkeiten waren endlos. Und man hatte eine wahre Freude am Leben und am Jungsein und am Sachen aushecken. Eine Plakatsäule lenkt die Gedanken auf Urlaub, Sonne und See. Eine Auskunft kostet ja noch nichts. Also bitteschön, wo könnte man die Ferien verleben? Tja, da gibt es vielerlei Möglichkeiten. Ostsee, Thüringen, Harz, Ostsee, Harz, Thüringen, Ostsee. Aber alles nicht das Richtige oder schon bekannt. Die junge Dame vom Reisebüro spielt ihre Trümpfe aus. Wie wäre es mit einer Auslandsreise? Beispielsweise mit einer Dampferfahrt auf der Wolga? Also ich habe immer, wenn wir an der Ostsee waren, dieses Schiff nach Schweden fahren sehen, dieses Schwedenfähre, dieses große, weiße, so schöne Schiff. Da habe ich das so angeguckt und dachte, oh, wo das hinfährt, da muss jetzt, das fuhr für mich wie in so einen goldenen Schimmer rein irgendwie. Schweden, das war für mich noch besser so als Westen. Das war so Doppelwesten. Schweden. Da habe ich gedacht, da ist es irgendwie. Ich konnte mir da wirklich nicht reell da eine Welt so vorstellen. Ich wusste nicht, was da ist. Das war für mich wie auf dem Mond irgendwie. Pionierdelegation, Stillstand, frisch, frisch, Augen gerade, Augen. Ja, die Fähre nach Schweden war, wie gesagt, war so weit weg wie der Mond. Man sagt ja auch nicht, ich bin nicht frei, weil ich nicht auf den Mond kann. Einen recht schönen guten Abend, sagt Ihnen die Kombo der Volkspolizeibereitschaft und wünsche Ihnen viel Vergnügen. In den letzten Jahren ihres Bestehens wirkt die DDR-Führung seltsam abwesend.
Der neue Wind, der mit Gorbatschow aus Moskau herüberweht, geht an diesen Leuten vorbei. Die Jugend ignoriert die greise Führung und sucht sich ihre eigenen Freiräume. Ich war sehr frei in meiner Welt. Ich konnte Musik machen, ich habe gut gelebt. Ich war in keinerlei Zwängen und Ängsten. Ich hatte viel Natur, ich konnte wandern, über Europa fahren, zur Ostsee. Ich war wirklich völlig frei. Ich sag mal, die Leute, die aus dem Westen uns im Osten besucht haben, die haben kein Klischee über den Osten. Die haben das dort gesehen, wie es ist, dass es auch, dass die Menschen dort unheimlich stark auch zusammengehalten haben, nachbarschaftlich auch und so, menschlich gesehen. Und dann natürlich der Gegensatz von den menschlichen Schweinen, die abgehört haben und heimlich dann doch gepetzt haben und Stasi und so. Aber die haben das gesehen und die können das respektieren, wie man damals zurechtkommen musste in einem abgesperrten Land. Was stimmt ist, dass der Ossi an sich und auch gerne naiv ist, glaube ich, in vielen Fällen, dass er nicht so misstrauisch ist, misstrauisch geworden ist, aber nicht so misstrauisch vom Grundcharakter her ist und dass er viel leichter sich öffnet, aber ehrlich öffnet, nicht sich irgendwie öffnet mit so einem scheiß Hintergedanken und meint, er müsste sofort sein Leben ausschütten, was aber komplett erlogen ist. Ich denke immer darüber nach, wenn ich jetzt konkrete Anlässe habe, zum Beispiel das Leben meiner Tochter, also wenn ich da irgendwo gegen Mauern renne, wenn ich da versuche, irgendwie einen Betreuungsplatz zu bekommen oder sowas, dann merke ich, dass das, was ich zurückbehalten habe, nämlich, dass es gewisse Sachen gegeben hat, die richtig gut funktioniert haben in der DDR, dass ich die hier sehr vermisse. Also es gibt immer in jedem Staat, denke ich, eine gute Seite und eine schlechte Seite. Ich bin schon froh darüber, dass ich so lebendige Erinnerungen daran habe. Mit aller Bitterkeit und mit allem Ernst. Und daran verändert sich nichts. Ich will das nicht hätscheln, diesen Eindruck, aber das ist wirklich ein halbes Leben, was ich da gelebt habe. Aus der heutigen Sicht könnte ich sagen, es hätten nicht 40 Jahre sein müssen, 10 hätten auch gereicht oder am besten gar keine. Aber es war nun mal so und ich weiß heute, was man falsch machen kann. Also es gab Phasen, wo ich lieber im Westen groß geworden wäre, aber im Großen und Ganzen möchte ich das nicht missen. Also es hat auch so eine tiefere Reflexion gebracht, sich in Frage zu stellen, sich mit dem neuen System auseinanderzusetzen und vor allem auch mit seinem Verhalten im alten System auseinanderzusetzen. Möchte ich eigentlich nicht müssen. Und das ist auch eine Chance, zwei Gesellschaftsordnungen zu erleben. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Leben und Sterben und Streit. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit, dass er geht.